Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, um 10 Tipps für gesunde und fröhliche Kaninchen. Wir arbeiten uns von den grundlegendsten Tipps voran, die eigentlich alle wissen sollten, bis zu Tipps, die vielleicht nicht alle wissen, die auch für erfahrene Kaninchenhalter sehr hilfreich sein können. Ich hoffe, es geht euch allen gut und jetzt beginnen wir gleich mit dem Video. Erster Tipp ist zwar der Tipp, den wahrscheinlich 99% schon wissen, aber er ist auch der wichtigste Tipp, und zwar, man sollte Kaninchen immer zu zweit halten. Das ist echt sehr wichtig. Sie brauchen sich einfach für die Gesellschaft. Allein gehaltene Kaninchen werden einsam und können so in der Art depressiv werden. Und dann sitzen sie am Ende vielleicht nur noch in der Ecke und sterben einiges früher. Sie haben einfach ein sehr unglückliches Leben. Wie wir hier sehen, putzen sich die Tiere auch gegenseitig immer sehr gerne, und sie haben zum Beispiel, meine Kaninchen haben eine sehr enge Bindung. Aber auch wenn die Kaninchen jetzt nicht so eine enge Bindung haben, sollte man trotzdem 2 Kaninchen haben, weil sie sonst einfach wirklich arm sind. Man kann natürlich auch 3, 4 oder gar 10 Kaninchen halten, wenn man denn genug Platz hat. Tipp 2, das Gehege. Man sollte auf jeden Fall ein groß genuges Gehege haben. 2 Quadratmeter pro Tier sind Pflicht. Mehr gehen natürlich immer. Es ist auch sehr schön, wenn sie zum Beispiel hier, der Stall ist auf jeden Fall groß genug, und dann haben sie hier noch ihr Freigehege, da können sie herumhoppeln und den ganzen Tag über hier ihren Spaß in der Wiese haben. Das gefällt ihnen natürlich sehr. Kaninchenhaltung auf dem Balkon und in der Wohnung ist natürlich auch möglich. Sollte man halt darauf achten, dass sie genug Platz haben. Ich persönlich finde es zwar schöner, wenn man sie im Garten hält, aber früher hatte ich sie auch am Balkon und denen ging es da auch echt gut. Sie hatten den halben Balkon immer und die andere Hälfte nicht immer, aber auch öfters zum Auslauf. Und es war auf jeden Fall auch genug Platz. Wenn ihr sie am Balkon hält, müsst ihr darauf achten, ob zwischen dem Geländer und dem Boden eh kein Schlitz ist, wo sie durchfallen könnten. Oder auch das Geländer hoch genug ist, damit sie nicht drüber springen. Zur Not muss man halt ein Gitter machen. Ich denke, dazu eignen sich ganz gut diese Katzenbalkonnetze. Wenn ihr sie in der Wohnung hält, dann bitte nicht in einem kleinen Käfig, sondern macht ihnen zum Beispiel ein Zimmer oder teilt ihnen mit euch das Zimmer. Da müsst ihr da natürlich darauf achten, dass sie nichts abknabbern können, zum Beispiel Kabel oder sowas gefährlich werden könnte, und gibt ihnen genug Auslauf. Tipp 3 ist ein gedämmtes Häuschen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, damit sie einen Platz haben, um sich zurückzuziehen. Innen habe ich einfach unten eine dicke Schicht Einstreu und eine dicke Schicht Stroh, damit ihnen nicht kalt wird und sie sich reinkuscheln können. Vor einen Ort brauchen sie immer, damit sie vor Zugluft geschützt sind. Es muss natürlich nicht wie hier ein Kinderspielhaus sein. Ihr könnt zum Beispiel auch so einen Stall zum Beispiel vor Fressnapf nehmen. Den solltet ihr dann halt noch auf jeden Fall dämmen, damit es für den Winter gut gerüstet ist. Wie man hier sehen kann, habe ich eine Plexiglasscheibe reingetan. Die tue ich im Sommer immer raus, damit auch frische Luft rein kann. Wie man hier sehen kann, sind so kleine Wassertröpfchen innen. Das liegt daran, dass die Tiere drinnen atmen und dadurch Luftfeuchtigkeit entsteht. Die setzt sich an der nicht so gedämmten Scheibe ab. Deswegen würde ich euch empfehlen, regelmäßig da zu lüften. Wenn ich fertig mit Lüften bin, mache ich immer das obere Türdel zu und das untere lasse ich aber offen, damit die Tiere noch rein können. Das obere Türdel mache ich zu, damit nicht so viel Zugluft reinkommt. Im Winter mache ich auch manchmal ganz gern die Tür so halb zu, damit noch weniger Luft reinkommt. Aber irgendwann möchte ich so ein Loch unten in die Tür schneiden, damit man im Winter nur dieses Mini-Loch aufmachen kann. Dazu mache ich dann auf jeden Fall ein Video, wenn ich das mache. Tipp Nummer 4, Sauberkeit und Hygiene. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie ich den Hasenstall ausmiste. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, denn Sauberkeit und Hygiene ist, finde ich, sehr wichtig. Das Video ist in der Infobox verlinkt. Schaut dort gerne rein. Tipp Nummer 5 ist Milbenschutz. Dieses Thema habe ich auch schon in dem Ausmistvideo erwähnt. Dort zeige ich euch genau, wie man den Milbenschutz anwendet. Das ist, wie schon gesagt, in der Infobox verlinkt. Fällt jedoch euren Tieren sehr viel Fell aus und ihr euch unsicher fühlt, ob es Milben sein könnten, dann öffnet einfach so ein bisschen, drückt einfach das Fell ein bisschen auseinander und schaut, ob ihr so kleine braune Punkte seht, die sich vielleicht sogar bewegen. Vielleicht könnt ihr es erkennen, vielleicht noch nicht. Sie müssen sich nicht unbedingt bewegen, aber wenn ihr diese Symptome habt, viel Fell fällt aus und das sind diese Punkte im Fell, dann geht auf jeden Fall zum Tierarzt und lasst euch solche Milbentropfen geben. Das müsst ihr nur in den Nacken tun von den Tieren und schon seid ihr von den Milben geheilt. Natürlich müsst ihr dann auch sehr gut ausmisten, damit die ganzen Milben weg sind und am besten mit diesem Milbenschutz einsprühen. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, und zwar Neues im Gehege.
Versucht möglichst oft, irgendwelche Sachen im Gehege zu ändern, zum Beispiel wenn ihr ein Freigehege habt, dass ihr es regelmäßig umstellt, dass sie wieder frisches Gras haben. Oder ändert einfach ein paar Gegenstände im Gehege, zum Beispiel stellt mal ein Häuschen um oder vielleicht baut ihr ein neues oder ihr habt noch irgendwann altes. Bietet ihnen einfach neue Beschäftigungsmöglichkeiten wie irgendwelche DIYs. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal so ein Video machen soll. Wenn ihr das macht, fördert ihr die Intelligenz eurer Tiere und sie verdummen nicht. Und Langeweile gibt es dann auch nicht mehr und die Tiere werden zur Bewegung animiert. Ihr könnt zum Beispiel die Buddelkiste mit mehr Sand füllen oder so einen Foodball benutzen. Den habe ich vom Fressnapf. Nummer 7. Verschiedenste Versteckmöglichkeiten. Achtet darauf, dass eure Tiere genug Möglichkeiten haben, sich zurückzuziehen und sich zu verstecken, da sie natürlicherweise Fluchttiere sind und eigentlich in Höhlen leben. Dazu können solche Ställe wie hier, Hocker, Stühle oder auch selbstgebaute Hütchen eine Möglichkeit sein. Ihr kauft solche kleinen, fertig Häuschen von Fressnapf. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass sie groß genug sind und am besten, wenn es geht, zwei Türen haben, aber das braucht ihr nicht unbedingt. Dieses kleine Häuschen zum Beispiel habe ich selber gebaut. Ich habe mir die Maße überlegt und mir die Bretter bei Obi zuschneiden lassen. Das gesamte Holz hat um die 8 € gekostet und wenn ihr zum Beispiel bei Fressnapf ein gleich großes Haus kauft, was es wahrscheinlich gar nicht mal gibt, zahlt ihr sicher um die 40-50 €. Also das ist leider sehr teuer. Nummer 8. Bewegung. Bewegung ist sehr wichtig für die Tiere, also schaut, dass sie genug Platz haben und sich ausreichend bewegen. Wenn die Tiere zu faul sind, sich zu bewegen, könnt ihr sie animieren, indem ihr Sachen im Gehege umstellt oder Leckerlis versteckt. Nummer 9. Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung ist ebenfalls sehr wichtig für die Tiere. Ihr könnt ihnen quasi alles geben, was ihr von Grünzeug in der Küche überhaupt. Zum Beispiel hier habe ich Salat und Schale von Kürbis. Gegen Schnupfen kann sehr gut Spitzwegerich oder Schafgarbe helfen. Diese stärken das Immunsystem und helfen euren Tieren, den Schnupfen zu bekämpfen. Sie jedoch sehr schlapp oder niesen nur noch herum, solltet ihr auf jeden Fall zum Tierarzt gehen, weil es Kaninchenschnupfen sein könnte. Gegen einen leichten Ausfluss und eine leichte Verkühlung kann es jedoch sehr gut helfen. Wenn ihr sie im Garten hält, lässt ihr auf jeden Fall viel auf der Wiese herumhoppeln, damit sie frische Kräuter und Gras fressen. Haltet sie am Balkon oder in der Wohnung, pflückt ihnen auf jeden Fall regelmäßig Gras oder Löwenzahn. Frische Kräuter sind da auch sehr beliebt. Kaninchen dürfen übrigens auch Bananenschalen fressen und sie tun es auch sehr gerne. Aber schaut, dass ihr nur Bio-Bananenschalen ihnen gebt. Winter oder auch wenn sie Schnupfen haben, könnt ihr ihnen auch gerne ein paar Körner geben. Hier habe ich zum Beispiel das Hühnerfutter für sie. Aber gebt ihnen davon nicht zu viel und auch nicht im Sommer, weil sonst werden sie sehr schnell sehr dick. Weide fressen sie außerdem auch sehr gern. Ihr könnt da Korkenzieherweide oder auch Trauerweide benutzen. Oder auch Blätter, die frisch vom Baum gefallen sind und vielleicht auch schon etwas braun sind, fressen sie sehr gerne. Nummer 10. Äste. Gebt ihnen auf jeden Fall regelmäßig Äste. Ihr könnt da Weide, Haselnuss, Buche oder auch Tanne benutzen. Diese sind sehr wichtig für den Zahnabrieb. Ebenfalls ist auch für den Zahnabrieb sehr wichtig, dass sie immer Heu zur Verfügung haben. Tiere brauchen ebenfalls auch immer lange Fasern zum Verdauen. Die Zähne der Kaninchen wachsen ihr Leben lang und werden sie nicht genug abgerieben, muss man sie im schlimmsten Fall operieren, weil sie nichts mehr runterbekommen. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Tier nicht richtig frisst, kann es auch an den Zähnen liegen, da sie zum Beispiel hier, wie auf diesem Bild, sehr lange werden. Da müssen sie mit einer sehr unangenehmen OP für die Tiere gekürzt werden. Und das ist natürlich keine schöne Sache und teuer ist es noch dazu auch noch. Wenn ihr das Gefühl habt, sie wollen keine Äste fressen oder fressen zum Beispiel nur noch Trockenfutter oder sie fressen gar nichts mehr richtig, dann schaut auf jeden Fall mal in ihren Mund, ob die Zähne nicht zu lang sind. Die können sich nämlich im schlimmsten Fall auch in den gegenliegenden Gaumen bohren und das ist sehr schmerzhaft für die Tiere. Im schlimmsten Fall können sich Abszesse bilden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diese Tipps könnt ihr auch zum Beispiel bei Meerschweinchen anwenden. Bei denen gilt nämlich oft das Gleiche. Ich freue mich sehr, wenn ihr abonniert und einen Daumen nach oben da lasst. Und schreibt mir gerne Fragen und Videoideen in die Kommentare. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Video.